Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute hier zwei Anhänger hier vorstellen, hier von West. Ja, die sind hier auch für die Konsolen hier verfügbar. Ich denke mal, fangen wir gleich hier mit den 10 Tonnen hier an. Ja, der kostet hier 10.000 Euro, so wie es hier dasteht, und 510 Leasing. Ja, Ladekapazität, so wie jetzt die hier dasteht, soll er 12.880 Liter hier haben. Wir haben jetzt hier die Kategorie, also Körner. Dann jetzt hier Silagekörper, wie wir sehen, oder Häckselgut. Und Kartoffeln oder sowas kannst du dann hier dann, denke ich mal, laden oder zugerüben. Ja, jetzt haben wir hier den Reifenhersteller Litzrad da, also die Standard. Dann haben wir hier Drenneburg, da haben wir den AW309 und dann hier den T404 oder den T421 oder den Twin Radial oder den AW309 oder den T404 wieder von Anfang an. Also, Michelin haben wir jetzt hier den Cargo XB, dann hier den XB HD oder wieder von Anfang an. Dann haben wir wieder hier den normalen Hersteller. Dann haben wir noch die Möglichkeit, hier unsere Reflektoren hier hinzuzufügen. Das Ganze hier. Und ja, dann gehen wir wieder hier rüber. Dann müssen wir wieder runtergehen. Dann haben wir die Möglichkeit, hier für die Variante uns eine Abdeckplane hinzuzufügen. Und natürlich, wir können uns noch Kurzflügel hinzufügen, hinten oder vorne oder keine. Hauptfarbe hier, also ist hier auch möglich hier zu wählen. Und Felgenfarbe so und so, dann könnten wir uns den hier so ein bisschen gestalten. Ja, das gleiche haben wir jetzt hier bei uns in 12 Tonnen. Da haben wir hier zu zahlen 24.000 Euro oder Leasing hier 1.224. Hier auch die Hauptfarbe hier zu wählen ist hier möglich, die Felgenfarbe auch. Ja, dann haben wir, bevor ich es vergesse, hier ein Ladevolumen von 15.310. Jetzt haben wir hier die Körnervariante oder jetzt hier die Silagekörper wieder. Ja, Reifenhersteller haben wir jetzt hier Litzrad, dann hier Drenneburg, hier den AW309, dann den T404, das gleiche eigentlich wie über den anderen, wie wir hier sehen. Da haben wir hier, wie wir sehen, die gleichen Reifen zur Auswahl. Das gleiche hier bei Michelin ist hier auch jedenfalls. Dann haben wir die Möglichkeit, hier auch wieder Reflektoren hier hinzuzufügen. Und natürlich hier Kotflügel hinten, dann auch vorne oder keine. Dann hier die Möglichkeit, hier mit einer Abdeckplane das Ganze zu versehen. Ich habe jetzt mal drei Varianten gekauft. Schauen wir uns das Gute mal erstmal hier mal an. Also hier sind wir bei den 12 Tonnen. Ja. Stecken wir uns den Stecker mal, hängen mal an. Dann sind wir hier am 15.310 Liter. Wir haben den hinten auf unseren Kugelkopf gehängt. Die Namensschläuche hier sind vorhanden. Die Plane ist wie hier immer zu normal zu entfernen. Eine Taste, wie ihr bei euch im Spiel belegt habt. Soher ist ganz gut gemacht, dass also hier die Füllplane hier nicht rüber geht. So, dann denke ich mal, laden wir einfach hier auch mal das Ganze mal ab. Machen wir auch gleich mal schon mal hier die Blinker, wie wir sehen. Hier machen Reflexion. Hier, wenn wir hier jetzt hier schalten hier. Das Ganze mit dem Licht funktioniert auch ganz gut. Jetzt hängen wir noch vorher mal ganz kurz mal ab. Dann sind wir jetzt hier unter den Teilen drunter. Leider also, er hat hier keinen Fuß, der was hier ausfährt. Das ist schade irgendwie. Kein Schützfuß. Der kippt vorne runter. Also wenn er jetzt beladen wäre, könntest du ihn gar nicht also an- oder abhängen, glaube ich, weil hinten das geht ja gar nicht. Naja, egal. Jetzt tun wir einfach jetzt mal hier abkippen, so normal. Drückt er ganz schön rauf. Jetzt machen wir wieder zu. Ganz gut gemacht worden, muss man sagen. Diese Animation.
Jetzt machen wir uns einen Kornschieber. Sieht auch ganz cool aus gemacht. Rückt hier schön, wie wir hier sehen, langsam rauf. Wird auch nicht, finde ich, zu schnell leer. Jetzt fahren wir mal so rüber, schauen uns das Ganze jetzt hier, die Achsen natürlich hier, also arbeiten. Jetzt haben wir jetzt hier, die Achse geht schon runter. Sieht ganz gut aus, finde ich. Stellen wir jetzt einfach hier drüben hin, nehmen wir uns jetzt dann hier als nächstes hier den, mit dem Häcksel oder das Silageaufbau. So, können wir einfach hier so die Animation den so herstellen. Aber ich finde, das ist ganz gut gemacht, finde ich. Ach, blöd. Dass es wieder runter geht. Okay, daran habe ich nicht gedacht. Naja, egal. So, dann nehmen wir jetzt hier unsere Silage. Das ist jetzt auch noch hier von den 10 Tonner. Da haben wir hier hinten, sehen wir, sehen hier auch schöne Schmutzfänger drauf. Hier, Blinker, wie wir sehen, hier funktioniert. Macht auch eine Reflexion. Bin dann auch gespannt natürlich hier, wie der hier dann ablädt. Aber leider, wie wir sehen, die Schmutzfänger sind hier also nicht flexibel, die wackeln nicht. Die sind hier starr, als ob das Hartkunststoff sei. Jetzt hier sehen wir auch, wie die Achse, wie die hier nachgibt, hier das Ganze. Ups, da habe ich nicht aufgepasst, war lauter fixiert auf die Reifen. So, dann laden wir mal hier ab. Dann sehen wir jetzt, der lädt hier so ab. Da fände ich ein bisschen blöde, er sollte vorne jetzt, wenn man hier also abkippt, dann auch natürlich hinten eher weniger werden, aber das ist ja ein Spiel. Leider ein Spiel entspricht nicht immer der Realität natürlich. Oh, wenn man das gute Stück jetzt hierher. Ich finde, das ist keine schlechte Sache, hier mal so die also Standard-Anhänger. Weil wir möchten immer nur die Standardsachen nehmen. Es gibt dann auch hier mal andere Hersteller oder Eigenbauten. Da finde ich, das ist eine gute Alternative. So, hier haben wir jetzt hier unseren anderen Kollegen. Auch wieder mit Kornschieber. Bremslicht, wenn wir schauen, sehen, dass hier Blinker, das funktioniert. Macht hier auch eine Reflexion am Boden. Wie ich immer sage, Schein natürlich dazu. Ja, die Plane, wie wir sehen, die entfernt mal hier. Jedenfalls sieht das dann so her aus. Und wir fahren jetzt hier so rüber. Ja. Das gleiche hier, die Schmutzlappen hinten. Jetzt haben wir jetzt hier coole Animationen, wenn man jetzt auch so schaut. Da muss man mal näher rangehen, dass man das natürlich auch richtig sehen. Also ich hier so rauf und dann so her. Jetzt gehen wir nochmal zurück natürlich, weil wir wollen uns den Kornschieber auch natürlich uns anschauen. So, die Animation dazu, weil viele so her haben ja nicht so schick die Animation drin, wenn man jetzt sich das anschaut. So, jetzt nochmal schauen mit dem Kornschieber, wie er raufdrückt. Er wird meines Erachtens fertig, wird das sehr, sehr schnell leer. Da hätte man das ein bisschen langsamer einstellen können, aber das ist ja nicht schlimm, würde ich mal sagen. Wenn man sich ein bisschen auskennt, also man müsste dann hier also die Zeit
ein bisschen länger machen, dass er braucht zum Lernindex Melders eintragen. Da hilft also Onkel Google, würde ich mal sagen. Auch natürlich hier, da gibt es hier diverse Seiten hier, wo man dann nachschauen kann, falls man das selber natürlich ändern möchte. Ich finde jedenfalls das Ganze ganz gut gemacht, muss ich sagen. Ist mal eine Alternative, wie erwähnt. Ja, wir schauen unser Log an. Da sehen wir hier, die Log ist selber sauber, wie wir sehen. Ich hoffe, euch hat natürlich hier mein Video gefallen. Ja, wenn ja, schaut es wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Natürlich über einen Daumen nach oben. Hiermit sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.